Ich teile kurz, wie ich mit meinem einseitig cochlea-implantierten Kind trainiert habe. Wir haben nämlich schnell Fortschritte erzielt und jetzt sogar Sprachverständnis erreicht. Gleichzeitig war es relativ einfach. Kurz zur Vorgeschichte. Wir sind im Rahmen eines Routinetests draufgekommen, dass unser Kind auf einem Ohr nichts hört. Bis dahin ist uns eigentlich nichts aufgefallen, dass irgendeine Beeinträchtigung bestehen könnte. Dann haben wir nach vielem Hin, aber auch vielem Her, uns letztendlich zur Operation entschlossen. Wir haben das Ding aufgedreht und gedacht, das wird ein Riesenmoment. Aber in Wirklichkeit war es eher ein, ja, ich höre was, können wir jetzt gehen? Denn dann ging es erst los mit dem Training. Das Allerwichtigste war, dass sie so oft wie möglich dieses Hörgerät getragen hat, den ganzen Tag. Das hat im Nachhinein, denke ich, das meiste gebracht. Und zum eigentlichen Training habe ich etwas Eigenes gebaut, nämlich ein Pokémon-Quiz. Ich habe kleine Videos gemacht, in denen ich die 150 Pokémon eingesprochen habe. Es gibt noch mehr, aber 150 haben mal gereicht. Und das ging so. Zuerst habe ich einen schwarzen Bildschirm gezeigt und den Namen des Pokémons dreimal in meinem reinsten Sprecherdeutsch eingesprochen. Dann habe ich das Pokémon selbst eingeblendet und den Namen noch ein viertes Mal wiederholt. Am Anfang hat sie nur einzelne verstanden. Shiki war der erste. Und dann wurde sie von Tag zu Tag besser und konnte recht rasch alle 150 Pokémon sicher heraushören. Danach habe ich noch ein paar Sätze eingesprochen und vorgespielt. Das ging auch ganz gut, aber die Pokémon-Geschichte hat einfach Spaß gemacht und sie hat es jeden Abend gerne gemacht. Und wenn es nicht Pokémon-Figuren wären, dann halt irgendetwas anderes, Tiere oder Figuren, auf das das Kind abfährt. Hörbücher hingegen haben bei uns weniger gut funktioniert, weil da oft Musik drinnen ist und gerade zu Beginn versteht man gar nichts. Da ist das Akzeptanzlevel der Störgeräusche einfach zu niedrig. Bei meinem Pokémon-Video war es außerdem noch wichtig, dass sie sich das selber anschauen konnte am Laptop und sie selber erkennen konnte, ob sie richtig oder falsch lag. Ich habe sie da nicht abgeprüft. Und wie macht man sowas? Diese Videos, das war schändlich banal. Mit OBS, einem Open-Source-Programm, das frei verfügbar ist und nichts kostet, habe ich meinen Laptop-Bildschirm aufgenommen und gleichzeitig reingesprochen mit einem Mikro. Also zuvor ein schwarzes Fenster aufgemacht, dreimal einen Pokémon-Namen gesagt und dann beim vierten Mal habe ich das Pokémon-Bild hergezeigt, das Fenster aufgemacht. Das Ganze 150 Mal in eine Playlist gepackt und mit Shuffle einfach vorgespult. Und den Laptop habe ich schließlich mit einem Audiokabel an dieses Bluetooth-weiße Kastel-Dingsi verbunden und so ging es dann direkt ins Hörgerät rein. Falls irgendwer dazu noch nähere Infos braucht oder möchte, kann ich das gerne noch ausführlicher herzeigen. Aber das war's mal. Baba!